Als nächster am Wort eine weitere Gesundheitssprecherin, diesmal von den Grünen, Eva Mückstein. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrter Herr Minister, werte Kolleginnen und Kollegen. Ich habe der Frau Gesundheitsministerin heute schon über Facebook meine besten Wünsche ausgedrückt und möchte es hier aber auch noch einmal öffentlich sagen, dass ich ihr alles Gute wünsche und hoffe, dass es ihr bald wieder besser geht. Ja, dieser bunte Strauß, den wir letztens im Gesundheitsausschuss diskutiert haben, der ist jetzt durch die Wortmeldungen meiner Vorredner noch ein bisschen bunter geworden. Ich möchte mich wieder konzentrieren auf das, was wir eigentlich besprochen haben. Punkt 1, unser Antrag zur Verbesserung der Versorgung von Schmerzpatientinnen und Bundesqualitätsleitlinien, die es diesbezüglich braucht. Da oben ist es sehr laut, es ist dann wirklich schwierig auch zu reden. Ja, ja. Wir haben gesagt, es sollte die Versorgung von chronischen Schmerzpatienten muss unbedingt verbessert werden und es sollte eigene Schmerzbetten und qualifizierte Schmerzzentren dafür geben. Kollege Rasinger und Kollege Franz haben, glaube ich, im Gesundheitsausschuss dagegen gesprochen und haben gemeint, die Schmerzbehandlung sei in den jeweiligen Abteilungen gut abgedeckt. Ich habe daraufhin noch einmal recherchiert. Ich glaube, das stimmt nur teilweise. Also dort, wo es um sehr komplexe chronische Schmerzzustände geht, ist es sehr wohl wichtig, qualifizierte Stationen und Betten zu haben und außerdem auch noch den niedergelassenen Bereich auszubauen. Wichtig ist, glaube ich, auch, dass es grundsätzlich an einem Strukturkonzept fehlt, sodass die Patienten nicht monatelang im Kreis geschickt werden und dass es geordnete Patientenwege gibt. Und wir müssen uns schon fragen, was ist ein Schmerzzentrum im Vergleich zu einer Schmerzambulanz und wie viele solche Einrichtungen brauchen wir und was genau braucht es zusätzlich noch im niedergelassenen Bereich. Ich sehe, dass wir gerade in meiner Heimatgemeinde gibt es eine niedergelassene ein Schmerztherapiezentrum, die, glaube ich, sehr qualifiziert arbeiten, aber eben auch nur wieder für den orthopädischen Bereich. Ja, ich bin froh, dass mein Antrag in einen gemeinsamen Antrag umgewandelt wurde und dass er angenommen wird, also zumindest dieser eine Punkt. Die GÖK wird beauftragt, Bundesqualitätsstandards für die Verbesserung der Versorgung von Schmerzpatientinnen zu erstellen. Das wird jetzt hoffentlich bald passieren und in dem Sinn hat die Frau Ministerin Oberhauser auch Nachholbedarf eingeräumt und erfreulicherweise auch davon gesprochen, dass man überlegen muss, ob nicht auch Cannabis-Medikamente in die Schmerztherapie einbezogen werden sollten. Zweites Thema, Statistik zur psychotherapeutischen Versorgung von Göck Öbig. Diese Statistik hat seit 1992 gegeben und wurde zweijährlich erstellt. Wir wissen, dass in Österreich etwa 900.000 Menschen das Gesundheitswesen aufgrund von psychischen Problemen in Anspruch nehmen. 840.000 Personen nehmen Psychopharmaka, aber nur sehr wenige bekommen dann qualifizierte psychiatrische und psychotherapeutische Versorgung. Auch deswegen, weil gerade die psychotherapeutische Versorgung rechtswidrig meines Erachtens kontingentiert und privatisiert wurde. Das stößt immer wieder auf massive Kritik und hat nach sich gezogen, dass wir eine extreme Mangelversorgung in diesem Bereich haben. Und wie reagiert Österreich darauf? Mit der typisch österreichischen Lösung, die Kopf-in-den-Sand-Politik. Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Also stellen wir die Erhebung von Verwaltungsdaten ein. Und das genau ist passiert. Seit 2011 gibt es eine derartige Statistik nicht. Also wir wissen nicht mehr, wie viele Menschen sind überhaupt in Psychotherapie oder nehmen psychotherapeutische Medizin in Anspruch. Das ist ein untragbarer Zustand. Und auch da bedanke ich mich bei der Frau Ministerin, dass sie gemeint hat, ab 2016 wird sie diese Statistik wieder in Auftrag geben.
Wir haben einen weiteren Antrag gestellt, nämlich, dass in der neuen Ärzteausbildung, so wie sie momentan im Entwurf vorliegt, der Konnex zur Gesundheitsreform besser abgebildet sein sollte. Und zwar aus dem Grund, wir haben das ja vorher gehört, es sollen die Spitalsambulanzen entlastet werden, es soll Primärversorgungszentren zunehmend geben. Es gibt erste Pilotprojekte und diese Primärversorgungszentren stellen darauf ab, dass unterschiedliche Berufsgruppen und auch unterschiedliche Disziplinen miteinander arbeiten, was meines Erachtens aber auch ganz bestimmte Voraussetzungen schon in der Ausbildung nach sich bringt. Und es braucht verbindliche Kooperationsmodelle, dass so eine Zusammenarbeit auch wirklich funktionieren kann. Der Herr Dr. Rasinger hat im Gesundheitsausschuss gesagt, er findet, diese Zusammenarbeit funktioniert ganz gut zwischen Ärzten und anderen Gesundheitsberufen. Ich finde, sie funktioniert nur partiell und sie funktioniert vor allem nicht verbindlich. Und ich sehe das dann immer wieder und wir wissen das ja auch, das ist statistisch nachgewiesen, dass zum Beispiel Menschen mit psychischen Problemen immer noch 5 Jahre lang im Kreis geschickt werden, bis sie zur richtigen Behandlung kommen. Das Gleiche ist zum Beispiel bei Kindern mit Entwicklungsrückständen, bis die alle Therapien bekommen und bei den richtigen Leuten landen, vergehen oft viele, viele Jahre. Ich möchte noch zu einem Punkt was sagen, weil es dazu dann eine namentliche Abstimmung gibt, nämlich zum Antrag vom Kollegen Franz zur Definition des Embryos ab der Befruchtung. Es gab dazu im Ausschuss auch eine längere Diskussion. Ich bin der Meinung, es handelt sich dabei um eine ethisch-religiöse, philosophische Frage, die hier im Parlament nicht beantwortet werden kann. Darüber hinaus möchte ich schon jetzt auch ein für alle Mal sagen, weil diese Frage immer wieder kommt, es gibt dafür keinen gesamtgesellschaftlichen Konsens. Und ich möchte das auch festhalten, Herr Kollege Franz, dass Sie mit Ihrer Haltung weit außerhalb dieses möglichen gesellschaftlichen Konsenses stehen und sich daher auch nicht wundern dürfen, dass derartige Anträge immer wieder abgelehnt werden. Danke. Patienten würden oft im Kreis geschickt, ein grundsätzliches Strukturkonzept fehle, betont Eva Mückstein, Gesundheitssprecherin der Grünen. Allerdings gäbe es begrüßenswerte Verbesserungen für Patienten im Bereich der Schmerztherapie.